Mama, so, dass das Lenkrad zu heiß ist. Oh, scheiße. Hey ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute gibt es mal ein komplett anderes Video. Und ich hoffe, ihr freut euch über die Abwechslung auf meinem Kanal. Ich wollte mal was anderes machen, etwas, worauf ich richtig Bock hatte. Denn der Sommer steht ja vor der Tür, er hat jetzt angefangen. Und gerade zu diesem Zeitpunkt, finde ich, ist man so voller Erwartungen und hat so im Kopf, wie die nächsten Wochen aussehen werden. Und das entspricht eigentlich doch dann meistens eher einem Film wie der Realität. Ja, ich hoffe, ihr kennt euch in einigen Punkten wieder und könnt nickend und schmunzelnd vor dem Laptop sitzen oder dem Smartphone oder worüber ihr das auch schaut und seht die viele Mühe und Liebe, die ich in dieses Video reingesteckt habe und werdet es dann mit einem Daumen hoch belohnen. Wenn es euch gefällt, dann kann ich auch öfter solche Realität versus Erwartungs andersrum Videos machen. Damit ihr aber schöne sommerliche Inspiration noch bekommt, schaut bei der lieben Diana und ihrem Kanal Die Fashion vorbei. In dem Video spiele auch ich mit und andere YouTuberinnen und den Link dazu findet ihr in der Infobox und nochmal am Ende. Und ja, jetzt geht's los mit diesem Video. Unser Sommerstyle. Ich finde gerade wir Frauen kaufen uns extrem viele wunderschöne Kleider und Heels und alles Mögliche für den Sommer und können es kaum erwarten, dass es warm ist draußen und wir unseren wunderschönen, sexy Style zeigen. Und ja, so denken wir dann, dass es aussieht. Realität ist aber folgende, wenn der Sommer mal ein paar Wochen da war, habe ich keinen Bock mehr. Dann wird gegammelt und es ist zu heiß und wir sind einfach ehrlich gesagt doch ein bisschen zu faul und die Realität sieht dann so aus. Das Wichtigste, das Wetter. Natürlich, wir freuen uns auf 3 Monate voll Sonnenschein und perfektem Wetter. Und morgen nochmal 3 Grad mehr, maximal 33 Grad. Aber News Update, wir wohnen in Deutschland und da... Heikles Thema, die Bikini-Figur. Wir haben ja eigentlich alle eine Bikini-Figur, nur was mir oft passiert, jedes Jahr nehme ich mir vor, nächsten Sommer fängst du schon im Januar an und dann machst du die ganzen Sportprogramme, wie sie alle heißen. Und nach 6 Monaten harter, disziplinierter Arbeit haben wir unseren Sixpack und haben alles perfekt absolviert. Und dann ist irgendwann Juli und... ja, sagen wir mal, ich habe keins der Programme so wirklich durchgezogen. Das Autofahren im Sommer, wir wollen rumcruisen, manchmal auch ohne Sinn und Verstand, einfach weil es draußen schön ist, mit Fenster runter und schöner Musik und kommen uns dabei ziemlich cool vor. Ich kennt diese Szene. Boah. Oh Gott, wie war denn das bitte? Oh mein Gott. Boah. Oh. Ja, was planen wir alles, wenn erstmal Ferien sind, wenn ich erstmal Urlaub habe, wenn erstmal schönes Wetter ist, dann werde ich das, das, das und das machen. Wir machen uns immer sehr viele Pläne eigentlich für den Sommer und denken, es wird ein einziges großes Sommerabenteuer. Aber an den meisten Tagen sieht es dann doch eher so aus. Sollen wir mal rausgehen oder so? Viel zu warm draußen.
Das waren meine Lieblingsfails für den Sommer. Wenn ich etwas erwarte und dann ist es in der Realität anders. Nichtsdestotrotz ist das alles natürlich total überspitzt und einfach mit Humor zu nehmen. Und ich wünsche euch allen, dass ihr einen wundervollen Sommer haben werdet. Egal, ob der perfekt ist und wie in der Erwartung ist. Oder dann halt, ja, wie die Realität ist. Macht das Beste draus und habt einfach Spaß dran. Vielen, vielen Dank an alle, die so lieb waren, mitzuspielen in diesem Video. Alle Kanäle findet ihr in der Infobox. Genauso wie den Link zu Dianas Video, da solltet ihr auf jeden Fall noch vorbeischauen. Und ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und ihr habt meinen Kanal abonniert. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr das jetzt noch nachholen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss. Ich bin vor allem der Fokus geil. Boah. Krasse. Ich lasse die Tür offen. Ja, stimmt. Was, Fenster raus. Scheiße. Fenster raus.